So, also darum geht's. Shape the Future of Health. Und da haben wir die Idee gehabt, wie aktivieren wir das, indem wir eine Kampagne machen. Und wir nehmen das wörtlich für den Event auch. Wir lassen die Zukunft anrufen. Hallo, wer war speaking? Ja. Ja, hallo. Also, was passiert, wenn wir alle angerufen haben? Also, ich brauche irgendwie was. Die ganze Bühne öffnet sich. Und dann gehen wir wirklich mit den Leuten durch. Dann haben sie auch das Gefühl. Die müssen da immersiv quasi mit sein. Okay, jetzt gehe ich in die Zukunft dieser Firma. Wenn ich durch den Tunnel durchgelaufen bin, dann sehe ich meine Mission für die nächsten Tage. Dann sehe ich, we shape the future of health. Ja, genau. Das können wir in einer anamorphen Skulptur zeigen. Und da drin können eigentlich all die Themen und Menschen verortet sein, mit denen wir gemeinsam co-created die Zukunft gestalten können. Als erstes haben wir uns im Team gefragt, wie führen wir die Gäste durch den Event? Wie machen wir das erlebbar? Und das ist ein ganz normaler didaktischer Prozess. Zuerst geht es darum, zu inspirieren, zu begeistern, möglichst viele Impulse zu geben. Und diese Impulse im Co-Creation zu diskutieren und weiterzuentwickeln, sie dann auf die eigene Arbeit zu übertragen, um daraus gemeinsam einen konkreten Plan zu entwickeln, mit dem man am nächsten Tag starten kann. Ja, eigentlich müssen wir den Prozess doch schon viel früher starten. Wir geben den Gamification-App, wo die quasi Punkte sammeln können, die können Content reingeben, die können ihre Agenda nachher dynamisch auch gestalten. Und dann sammle ich während des Events immer aus den einzelnen Tagesordnungspunkten wirklich die Ergebnisse, habe also letztlich eine Live-Dramaturgie. Aber dann lass uns die Gamification-App gleich weiterziehen und lass uns daraus tatsächlich neue Challenges machen und eine komplette interne Kampagne denken. Und wenn wir das richtig machen, dann geht eigentlich sowas wie ein Roundtable, den wir hier haben, jetzt direkt auch in die externe Kommunikation. Da bringen wir das zusammen und alle Themen und alle Projekte, die wir sammeln, die tatsächlich, die bündeln sich hinterher bei uns in dem ersten Stroke Hackathon. Der wahre Nutzen manifestiert sich erst in der Fortsetzung der Geschichte nach dem Event. Sowohl in der Fortsetzung in der Form einer internen Aktivierungskampagne als auch in einer externen Kampagne.